Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge JU per Du, der Videopodcast der Junge Union Darmstadt-Dieburg. Heute mit einem sehr besonderen Gast aus Berlin uns zugeschaltet, der Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts, Professor Dr. Helge Braun. Aber er ist nebenbei noch in vielen anderen Positionen tätig, ist Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Gießen-Vogelsberg seit vielen Jahren. War lange in der Kommunalpolitik aktiv im Kreis Gießen, aber auch in der Stadtverordnetenversammlung in Gießen und ist auch in der Jungen Union über viele Jahre in verschiedenen Positionen aktiv gewesen, ist inzwischen auch in der CDU Kreisvorsitzender in Gießen und Bezirksvorsitzender in Mittelhessen und ist studierter Arzt ursprünglich. Helge, als allererstes, wie geht's dir denn? Ach, danke, ganz gut. Wir haben ja wirklich sehr, sehr aufregende Monate hinter uns und noch immer hält die Corona-Pandemie natürlich uns politisch auch im Atem. Wir müssen auch jetzt in der Sommerpause natürlich sehr genau das Reisegeschehen beobachten, dass es nicht wieder zur Verteilung des Virus kommt in größerem Stil. Insofern ist es auch jetzt nicht langweilig, aber man merkt schon, dass wir eine gewisse Entspannung geschafft haben und dass auch jetzt mit unserem Konjunkturpaket die Wirtschaft sich etwas besser entwickelt. Und damit sind wir auch im internationalen Vergleich in einer guten Lage, aber wir sind immer noch in der Pandemie. Alles klar. Jetzt hast du ursprünglich Medizin studiert. Wie kam da der Wechsel zur Politik? Ach du, eigentlich war es so, dass die Politik vor dem Medizinstudium schon war, weil ich mich ja auch in der Jungen Union engagiert habe. Und das so ab der 9., 10. Schulklasse. Und das Medizinstudium kam später. Also ich war schon politisch aktiv, als ich mich für das Studienfach entschieden habe. Und insofern, das war es halt so, dass natürlich während einem Medizinstudium, während der Examina und so einem politisches Engagement dann auch schwerer fällt. Aber ich habe es die ganze Zeit gemacht und nie bereut. Das ist doch schön. Bei uns sind jetzt nächstes Jahr in Hessen Kommunalwahlen. Du kommst ja auch aus Hessen. Da stellen sich auch viele JUler zur Wahl. Was war denn bei dir? Gab es da so einen ausschlaggebenden Punkt, dass du gesagt hast, jetzt kandidierst du auch für die Kommunalwahl? Oder hast du dann einfach irgendwann gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal? Wie war es bei dir? Also sozusagen mein Einstieg in die Politik insgesamt hängt so ein bisschen damit zusammen, als ich so jung war, war ja Helmut Kohl Bundeskanzler und ich war sehr, sehr überzeugt und Deutschland war sehr wirtschaftlich erfolgreich mit der CDU. Und das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat während meiner Schulzeit, ist ja dann auch der Reaktorunfall in Tschernobyl passiert. Und das war jetzt im Vergleich zu Fukushima, wo sich jetzt die Jüngeren dran erinnern können, natürlich viel näher. Und deshalb hatten wir zum Beispiel schulfrei, weil es in Deutschland radioaktiv geregnet hat nach dem Tschernobyl-Reaktorunglück. Und deshalb war interessanterweise das Thema, was mich in die CDU gebracht hat, so ein bisschen die Umweltpolitik, weil ich sag mal, wenn man alles richtig fände, was die eigene Partei tut, dann würde es ja reichen, sie als Wähler zu unterstützen. Dann müsste man ja gar nicht selber aktiv werden. Aber ich war total überzeugt von der CDU, fand es aber schade, dass damals bei der Umweltpolitik man immer noch gesagt hat, Vorsicht, Vorsicht, das ist nicht so gut für die Wirtschaft. Und das war der Grund, mich in der CDU zu engagieren. Und heute ist das natürlich anders. Wir haben eine Klimakanzlerin Angela Merkel. Wir hatten mit Töpfer den ersten Umweltminister und so. Also wir haben natürlich sehr, sehr an umweltpolitischem Profil gewonnen seitdem. Insofern bin ich mit der CDU in allen ihren Facetten heute noch viel mehr zufrieden. Alles klar. Was waren denn so vielleicht Schwerpunkte, die dich in der Politik besonders interessiert haben? Also weiß nicht, ob du oder hat dich alle verschiedenen Felder besonders interessiert oder gab es bestimmte Dinge, die dich vermehrt interessiert haben? Ja, also am Anfang, wie gesagt, war es ja ein bisschen die Umweltpolitik, aber auch nachdem sich das dann alles sehr positiv entwickelt hat, bin ich von diesem umweltpolitischen Schwerpunkt dann so ein bisschen weg. Während der Schulzeit noch in der Jungen Union spielt natürlich Schulpolitik immer eine große Rolle. Damals habe ich auch noch die Zeiten mitbekommen, wo vor unserer
Regierungszeit in Hessen. Das heißt, Herr Holzapfel als Kultusminister war ein Feindbild für uns. Damals haben wir sehr viel Schulpolitik gemacht. Und als ich dann in die Regierung gekommen bin und in den Bundestag, da saß ich ja lange im Ausschuss für Bildung und Forschung, war dann parlamentarischer Staatssekretär für Bildung und Forschung. Und sozusagen mein Hintergrund auch, dass ich von der Uni gekommen bin, aus der Medizin, hat in der Forschungspolitik so einen Schwerpunkt gebildet. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, jetzt im Kanzleramt zu sein, weil das Spannendste sind ja eigentlich wechselnde Themen. Das, was Deutschland gerade bewegt. Und im Kanzleramt hat man den Nachteil, dass man für viele Themen nicht unmittelbar zuständig ist, sondern es halt noch einen Fachminister gibt. Aber auf der anderen Seite arbeitet man immer gerade auf den Politikfeldern, die momentan brennen. Und insofern ist es jetzt Corona, war es vor einiger Zeit, waren es andere Themen. Es ist auch jetzt die Ratspräsidentschaft, also einfach die spannenden aktuellen Themen. Und das finde ich natürlich irgendwie am großartigsten. Jetzt bist du ja Chef des Bundeskanzleramts. Wie sieht denn bei dir so ein klassischer Arbeitsalltag aus, wenn es den denn überhaupt gibt? Was sind denn so deine Erfahrungen in der Legislaturperiode, seit du jetzt in diesem Amt bist? Ja, also in der Tat, das Spannende ist, dass es eigentlich so einen ganz klassischen Arbeitsalltag nicht gibt, weil wenn man sich um die aktuellen Probleme kümmern muss, dann ist es ja manchmal so, dass man einen Tag zwar geplant hat, aber wenn man morgens die Zeitung aufschlägt, merkt man, oh, ein neues Problem, eine andere Herausforderung und die Prioritäten ändern sich schlagartig. Und insofern gibt es natürlich ein paar grundlegende Dinge. Also weil eben Politik sich so schnell verändert, stimme ich mich jeden Morgen erstmal mit der Bundeskanzlerin ab, damit, das ist ja ganz wichtig, die Kanzlerin und der Chef des Kanzleramts beide in die gleiche Richtung arbeiten. Dann gibt es natürlich so ein paar Fixtermine in der Woche. Mittwochs morgens haben wir immer Kabinett. Das heißt, der Dienstag ist immer so ein Tag, wo man sehr sich um die Vorbereitung der ganzen Gesetze kümmert, dass die am Mittwoch dann auch wirklich fix und fertig sind und im Kabinett beschlossen werden können. Und ansonsten gibt es sehr viele in den Sitzungswochen natürlich auch sehr viele Kontakte Richtung Bundestag. In den Sitzungswochen des Bundesrates muss man sich auch mit dem Verfassungsorgan dann in verschiedenen Runden koordinieren und so. Also es ist, je nachdem, ob Sitzungswoche, Nicht-Sitzungswoche und so, ganz unterschiedlich. Einmal in der Woche mache ich dann eine Nachrichtendienstlage, wo wir koordinieren ja auch die Arbeit aller Nachrichtendienste, dass wir da sozusagen das zusammenwirken und die aktuellen Themen gut besprechen. Also es gibt so ein paar Fixtermine, aber ganz viel Zeit ist einfach die aktuellen Aufgaben und Herausforderungen, ihnen hinterher zu marschieren und sie zu lösen. Jetzt haben wir mit unseren letzten Gästen auch schon drüber geredet, wie die Corona-Pandemie ihren Arbeitsalltag verändert hat. Hat sich da bei dir irgendwas verändert durch die Pandemie in deinem Arbeitsalltag? Also abgesehen davon, dass du dich jetzt natürlich mit ganz anderen Themen beschäftigst, aber ich glaube, weiß nicht, also Homeoffice gab es wahrscheinlich für den Chef des Bundeskanzleramts eher nicht. Ich weiß nicht, wie da das bei dir war. Ja, aber für ganz viele Mitarbeiter des Kanzleramts. Also ich habe sehr, sehr früh auch gesagt, dass der letzte Laden, der so komplett ausfallen darf, ist das Bundeskanzleramt. Und deshalb haben wir sehr frühzeitig, schon Ende Februar, auch gesagt, wir brauchen Mitarbeiter im Homeoffice. Wir haben ja hier auch Spezialisten, die sind nicht so leicht zu ersetzen. Damit, wenn die plötzlich in einem Bereich alle krank sind, dann wäre das ja auch schlecht. Also wir haben viele ins Homeoffice geschickt. Wir haben konsequent unsere kleineren Besprechungsräume dicht gemacht. Wir haben gesagt, wir gehen in größere Räume. Auch zum Beispiel die Kabinettssitzung. Wir sitzen jetzt nicht mehr am Kabinettstisch, wenn wir mittwochs morgens Kabinett haben, sondern am internationalen Konferenzsaal, der eigentlich für bis zu 120 Leute vorgesehen ist. Da sitzen wir dann halt mit knapp 30 drin. Also wir haben sozusagen das verändert und wir haben auch ganz viel umgestellt auf Videokonferenzen. Also bisher tagten zum Beispiel regelmäßig die Kanzlerin, die Ministerpräsidenten per Videokonferenz, auch meine ständigen Kontakte zu den Chefs der Staatskanzleien, auch jetzt alles per Video. Insofern, die Art, wie man arbeitet, hat sich verändert. Und dann muss man sagen, wenn man Politik als Gesetzgebung versteht,
brauche ja so ein normales Gesetz unter normalen Bedingungen ungefähr ein halbes Jahr. Und in der Corona-Krise kann man so nicht arbeiten. Das heißt, alles hat sich sehr beschleunigt und deshalb haben wir zum Beispiel neben der Kabinettssitzung am Montag in der Woche teilweise bis zu 2 zusätzliche Corona-Kabinettssitzungen gemacht, weil man einfach sagt, wir können jetzt nicht, wenn heute Donnerstag ist, mit irgendeiner Entscheidung bis nächsten Mittwoch warten in der Regierung. Und zu jeder Kabinettssitzung braucht es auch eine Vorbereitung von mir mit den zuständigen Staatssekretären. Also da hängt immer ein riesen Rattenschwanz an Terminen dran. Das heißt, in so Zeiten, wo man so schnell reagiert, ist das sehr viel Arbeit. Aber ich muss ehrlich sagen, das macht mir viel mehr Freude als der normale Gang der Dinge, weil man sieht, da ist ein Problem, da ist die Lösung, wir kümmern uns drum und man kann eine Woche später dann losziehen und kann sagen, wir haben es gelöst. Und dann macht Politik ja Spaß, weil man sieht, dass sie wirkt. Und ich glaube, dass es auch viel Zustimmung momentan in der Bevölkerung gibt, liegt auch daran, dass man normalerweise das Gefühl hat, über Probleme wird in der Politik jahrelang ergebnislos geredet. Und wenn wir es schaffen, so wie in dieser Corona-Krise, die Dinge echt schnell anzupacken, dann ist das hier für uns natürlich eine Heidenarbeit, aber dann am Ende auch irgendwie ein sichtbarer Erfolg unmittelbar aufs Problem. Und so soll Politik ja eigentlich sein. Jetzt hat man der CDU ja immer mal nachgesagt, dass sie im digitalen Bereich nicht unbedingt die Partei ist, die ganz weit vorne ist. Wie ist denn dein Eindruck? Glaubst du, dass wir vielleicht auch zeigen konnten, dass, wenn es darauf ankommt, wir das Ganze auch relativ schnell aufs Digitale umwälzen können und so erfolgreich weiterarbeiten können? Oder glaubst du, wir können da für die Zukunft noch was lernen, jetzt auch aus dieser Zeit? Also in der Tat, wenn so eine Krise viele negative Facetten hat, sie hat auch immer ein paar Chancen. Und ich glaube, dass jetzt viele Leute sich an Homeoffice gewöhnt haben, den Zugang zu Videokonferenzen gefunden haben, dass es erste Ansätze von Homeschooling gibt und solchen Sachen. Das ist alles gut und das müssen wir sozusagen in die Nach-Corona-Zeit rüber retten. Also nicht wieder alles machen wie vorher, sondern das, was wir uns jetzt angewöhnt haben und wo wir gemerkt haben, das geht auch, dass wir das weitermachen. Und ich glaube, auch die CDU, auch unter unserem Generalsekretär Paul Ziemiak hat, was die digitale Kampagnenfähigkeit an große Fortschritte gemacht. Und wir in der Regierung haben ja in letzter Zeit auch sehr viel verändert. Wir haben das Digitalkabinett eingeführt. Doro Bär ist hier bei mir im Kanzleramt als Staatsministerin für Digitalisierung. Wir haben es wirklich schneller als nahezu alle anderen Länder auf der Welt und schneller als alle anderen in Europa geschafft, eine breit akzeptierte Corona-Warn-App auf den Weg zu bringen. Wir haben zu Beginn der Krise unter meiner Schirmherrschaft mit vielen Nichtregierungsorganisationen einen Hackathon auf den Weg gebracht, der jetzt im Guinness-Buch der Rekorde steht. Das war der größte Hackathon bisher, hatte 3.500 Mitstreiter. Wir haben 42.000 Teilnehmer gehabt. Das war eine großartige Sache und viele der Projekte werden jetzt auch umgesetzt. Also ich glaube, wir haben da Digitalisierungserfolge der Regierung, die aber auch ein Stück, glaube ich, für uns als Partei nicht schlecht sind. Jetzt übernimmt ja oder hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Inwieweit wirkst du auch als Chef des Bundeskanzleramts mit und was sind da vielleicht deine Aufgaben oder wie unterstützt du da die Kanzlerin? Ja, also die Ratspräsidentschaft führt natürlich dazu, dass die Kanzlerin noch mehr, als sie das ohnehin schon immer tut, mit allen Staats- und Regierungschefs sprechen muss und muss Einigkeit über die großen Themen in Europa herstellen. Und da haben wir ja momentan einiges. Wir stehen vor dem nächsten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Und das wird sehr schwer, weil es die erste ist ohne Großbritannien und deren geldlichen Beiträge. Also der zweitgrößte Nettozahler fehlt und trotzdem muss man Haushalt aufstellen. Das ist nicht einfach. Dann die Verteilung und die Kriterien für den großen Recovery Plan von Corona, wo ja auch große Geldsummen im Raum stehen, wo klargemacht werden muss, unter welchen Bedingungen und wie werden sie verausgabt und wie zahlen wir das eigentlich wieder zurück, was da an Krediten aufgenommen wird.
als aber ein ganz notwendiges Programm, um deutlich zu machen, wir wollen in Europa gemeinsam gut durch die Krise kommen und nicht die Starken haben es einfacher als die Schwachen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also da hat die Kanzlerin ganz viel zu tun. Und ich unterstütze sie natürlich dabei in den Vorbereitungen. Aber das Wesentliche ist, dass dadurch, dass die Kanzlerin in der EU-Ratspräsidentschaft so gebunden ist, ich eben zusehen muss, dass ich ihr sehr viel abnehme, was die Innenpolitik angeht und die Probleme einfach so löse, dass sie sich um die Ratspräsidentschaft gut kümmern kann. Das ist, klingt nach einem Plan. Was glaubst du denn, wir haben nächstes Jahr 2021 wieder Bundestagswahlen? Was denkst du denn, was Themen sind, die in dieser Koalition noch unbedingt verabschiedet werden müssen? Also ganz wesentlich sind aus meiner Sicht zwei Themen, die wir angefangen haben, die wir jetzt auch weiter betreiben müssen. Das eine ist die Bewältigung der Corona-Krise. Je länger wir auf einen Impfstoff warten müssen, desto schwieriger wird das natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir sehen das ja jetzt, dass Teile der Wirtschaft können sich unter den Lockerungen, die wir jetzt haben, ganz gut erholen, aber bei weitem nicht alle Teile der Wirtschaft. Also insbesondere alles, was mit Reisen zu tun hat, wirklich vom Reisebüro bis zum Busunternehmen, bis zur Fluglinie, sind natürlich weiter sehr, sehr, sehr schlechte Geschäftsaussichten. Und deshalb müssen wir auch über die Zeit sehen, dass wir wirklich gut aus der Krise kommen. Also dass weiterhin arbeiten an all den Möglichkeiten, wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Folgen von Corona zu bewältigen. Das wird uns noch lange beschäftigen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir im Herbst, bevor dann Corona in den Vordergrund getreten ist, den Klimaschutzplan 2030 verabschiedet haben. Und diese Herausforderung, dass wir nicht mehr sehr viel Zeit haben, um wirklich unser 2-Grad-Ziel einzuhalten, das beschäftigt uns natürlich sehr. Und deshalb ist die Umsetzung unseres Klimaschutzplans und das Zusammenspiel mit dem Green Deal auf europäischer Ebene auch etwas, was in den nächsten 12 Monaten noch ganz aktuell ist. Und das Dritte ist, dass wir ja jetzt sehr viel Fahrt aufgenommen haben bei Digitalisierungsthemen. Und wir haben auch in dem Konjunkturprogramm ja verbunden ein Zukunftsprogramm, wo wir gesagt haben, was sind große Themen, die wir für die Zukunft besetzen wollen, damit Deutschland weiter wirtschaftlich stark bleibt. Und da haben wir Themen wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing, auch eine eigene nationale Souveränität im Bereich 5G-Technologie, damit wir nicht immer von Herstellern entweder aus China oder USA oder so abhängig sind, sondern dass wir auch ganz viel in Europa und in Deutschland selber können. Und das sind so Dinge, die muss man jetzt einfach auch konsequent weiter bearbeiten. Die kann man jetzt nicht wegen Corona ein Jahr liegen lassen oder auf die Zeit nach der Bundestagswahl hoffen, sondern das sind so drei Bereiche, wo ich sagen würde, da sind wir noch sehr ehrgeizig, dass wir auch im kommenden Jahr noch wirklich was schaffen. Und dazu gehört noch ein Thema vielleicht, an dem wir gerade stark arbeiten, sowohl in Europa in der Ratspräsidentschaft als auch national, das ganze Thema Planungsbeschleunigung. Weil in den letzten Jahren ging es uns ja gut. Wir hatten finanziell sehr gute Steuereinnahmen. Und wenn wir irgendwo keine Straßen gebaut, keine Brücken saniert oder keine Infrastrukturen geschaffen haben, das gilt übrigens auch vom Breitbandausbau, dann lag das häufig nicht daran, dass wir gar kein Geld hatten, sondern dass Planungs- und Genehmigungsprozesse in Deutschland einfach so lange dauern. Und, wir wollen eine gute Bürgerbeteiligung, aber trotzdem muss es schneller gehen. Alles klar. Jetzt haben wir aktuell in der CDU Umfragewerte wie lange nicht. Wie schätzt du denn die Umfragewerte ein? Sind das eher Momentaufnahmen oder glaubst du, dass wir das vielleicht auch bis nächstes Jahr noch halten können oder die nächsten Jahre? Also ich glaube, für mich ist immer so eine politische Leitschnur, man sollte nicht so stark auf die Umfragen schauen, sondern man sollte Politik aus seinen Überzeugungen heraus machen und dann werden wir auch akzeptiert. Und ich glaube, dass wir in dieser Corona-Krise jetzt Politik aus unserer Überzeugung herausgemacht haben, dass wir vorsichtig waren, dass wir versucht haben, unsere wirtschaftlichen Interessen und deren Folgen
und die gesundheitlichen Folgen sehr vernünftig unter einen Hut zu bringen und dass wir damit einen erfolgreichen Weg eingeschlagen haben. Das ist das, was dann am Ende überzeugt. Und das ist das, was auf die Währung einzahlt, die in der Politik am wichtigsten ist, nämlich Vertrauen. Und das Vertrauen wollen wir und deshalb darf man Politik nicht taktisch betreiben. Man darf auch seine Positionen nicht wegen Wahlkämpfen verändern, sondern man muss mit einem sehr, sehr klaren Kurs, den man immer gut erklärt, damit die Leute auch verstehen, warum wir was tun, seinen Weg gehen und dann kriegt man Zustimmung. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, wie wir das momentan tun, dann wird das auch der Fall sein und dann gibt es auch Rückenwind für die hessische Kommunalwahl. Jetzt haben wir noch ein paar Abschlussfragen. Wenn du nicht in der CDU wärst, in welcher Partei wärst du dann? Na, das ist rein hypothetisch. Ich bin sehr gerne in der CDU. Alles klar. Wer wäre dein perfekter Dinnergast? Also Stephen Hawking hätte ich wirklich zu Lebzeiten gerne noch mal persönlich kennengelernt. Und ich glaube, es hätte kaum einen spannenderen Diskussionspartner geben können. Alles klar. Strand oder Berge? Gießen. Gießen an der Lahn. Was ist deine liebste Beschäftigung neben der Politik? Also momentan habe ich sehr viel Freude, mal einfach Gartenarbeit zu machen. Und natürlich jenseits von Corona Freunde treffen ist einfach das, was Energie gibt, was Inspiration gibt. Wenn du nicht Chef des Bundeskanzleramts geworden wärst, wärst du heute? Ja, Arzt auf einer Intensivstation. Alles klar, das war's. Dann vielen, vielen Dank, dass du das ermöglicht hast, dass wir das heute mit dir machen konnten. Sehr, sehr gerne. Und der JU bei euch vor Ort drücke ich die Daumen. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.